Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations und wir müssen die Roma-Gruppe treffen. Diese Quest haben wir ja im letzten Part bekommen und weil ich ja so sozial bin und im Weihnachtsfieber stecke, werde ich auch heute einen 20 bis 25 minütigen langen Part machen und ich bin auch noch so großzügig und werfe den Geld zu, aber das ist jetzt auch egal. Wir werden jetzt erstmal diese Roma-Gruppe irgendwo treffen, da wo das blaue Ziel auch markiert ist auf der Karte, also einfach mal so ganz schnell da hochklettern. In der Hoffnung, dass sie nicht irgendwie noch Templer sind, weil im letzten Part habe ich da ja übelst gefailt. Na komm, scheiß doch drauf. Kann ich auch meine Assassinen mal rufen? Die machen sowieso schon zu wenig. Achso, der hat mich auch schon entdeckt. Boah. Wie die jetzt schon wieder absacken. Achso, oh. An der Stelle bin ich ja verreckt. Stimmt ja. Ich glaube, dann sollte ich einfach mal hier runtergehen. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal zu verrecken. Dann flammt ihr mich zu, wie schlecht ich bin. Ja, ist leider auch so, deswegen... Naja. Nehmen wir mal einen kleinen Umweg. An alle Bürger des Bezirks, fürchtet euch nicht vor den Bewahrern von Byzanz. Oh Gott. Nee, die habe ich jetzt keinen Bock zu bestechen. Man kann die auch bestechen, dass sie dann nicht mehr Schlechtes über Assassinen reden. Ach, jetzt kann ich ja noch nicht hochklettern, also was kann Ezio eigentlich? Kann nur Aufmerksamkeit erregen, Ärger machen und klettern kann er nicht mal. So, na komm. Na endlich. So, ja, ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal ganz schnell und sprinten vor den Templern weg. Damit die uns endlich auch mal in Ruhe lassen. Und da haben wir auch schon unsere Roma-Gruppe. Dann, ja, heuern wir die mal an. Okay, also ich muss jetzt so mit denen laufen. In der Roma-Gruppe untertauchen ist meine Aufgabe, die ich erfüllen soll, damit ich dann eben diese Templer, die diese Truhe auch wirklich anfassen, ich vergiften kann und die dann denken, dass die den Roma-Flucher leiden. Das ist ja die ganze Quest, also ich kann es euch nur mal kurz zeigen und durchlesen, damit ihr es auch nochmal versteht, weil der letzte Part ein bisschen länger ist. Eine Gruppe byzantinischer Tempel hat eine Truhe mit dem Gold der Roma gestohlen. Vergiften sie alle, die es wagen, die Truhe zu berühren, um den Eindruck zu erwecken, die Truhe sei verflucht. Also, jetzt habt ihr es ja auch nochmal auf schwarz und weiß. Lass mich mit dem nächsten Pilger reden. Beziehungsweise auf eurem Bildschirm. Ich möchte meine Theorie testen, ob der Mut mit der Größe der Eier zu tun hat. Der hing da am Turmgeländer, das war so lustig. Schrie immer wieder sowas wie, komm doch du Rabbi, oder sowas. Naja, bis das Geländer brach. So, wo haben wir denn unseren ersten Templer, den ich schön vergiften kann? Oh yeah. Vergiften bringt ja auch im Multiplayer übelst viele Punkte. Das finde ich einfach nur richtig geil. Aber diesmal kein Verbrechen. Hm. Wo führen die mich denn jetzt hin? Ach, da haben wir ja unsere Templer. Und wer wagt es jetzt nun, die Truhe zu berühren? Der Typ da. Gut, dann folgt mir einfach mal. Unauffällig, meine süßen Damen. Ihr seht von hinten sogar besser aus als vorne. Soll ich sie für dich tragen? Und jetzt vergiften wir den auch mal gleich. Desynchronisiert entdeckt! Das ist doch voll unfair! Habe ich überhaupt die Giftpfeile ausgewählt? Weil irgendwie konnte ich gar nichts machen, als ich hinter dem stand. Ist echt nervig. Komm schon ein bisschen schneller. Ich möchte jetzt weiterspielen und jetzt nochmal so richtig die Mission machen. So, nein, 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 nein. Ihr bleibt mal hier. Mal schön hier bleiben. Und dann, ich kann es nicht glauben. Lass mal sehen. Oh, oh. Nein, 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 abbrechen. 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 Da sieht man mal wieder, wie konzentriert ich arbeite. Boah, wie ich hier gerade absacke. Das ist ja echt schlecht, wie ich bin. So, wir gehen jetzt nochmal in die Richtung, meine Lieben. Unglaublich, wie schwer das Ding ist. Soll ich sie für dich tragen? Öffne mal kurz das Inventar und wo habe ich meine Giftpfeile? Da. So, jetzt habe ich es ausgewählt. Also, das geht ja gar nicht. Wir haben das Geld wahrscheinlich auch gestohlen. So, wir gehen jetzt mal hier schön mit Schmackes und Abstand hinter die. Wofür gibst du deinen Anteil? Dann haltet ihr mal hier an.
Vielleicht ein Bad. Und dann vergiften wir den jetzt. So, weiter, kommt, weiter weg, meine Damen. Was ist los? Ist der krank? Oh oh. Der hat mich jetzt, glaube ich, entdeckt. Soll mich in Ruhe lassen. Puh, Glück gehabt. Die sollen jetzt mal schön wieder folgen. Kommt her. Und dann mische ich mich wieder unter eure schönen Ärsche. Na. Oh. Die gehen auf jeden Fall jetzt weiter, deswegen verfolgen wir die mal und die werden dann bestimmt auch nochmal kurz irgendwo anhalten. Dann können wir den nächsten vergiften. Und hoffe, dass ich das jetzt noch möglichst ohne weitere Fails schaffe, weil das zackt wirklich übelst. Kommt, bald euch mal, meine Damen. Ihr könnt auch ruhig ein bisschen schneller laufen. Achso, oh, die sind schon um die Ecke, ich habe gar nicht mehr viel Zeit. Oh, ho, ho, ho. Kommt jetzt. Mein Gott. Da haben wir das nächste Ziel. Und wo sind jetzt meine Damen? Ihr sollt kommen. Also, die hören ja nicht mal. Sind alle so stur. So, ganz locker. Und vorsichtig. Ihr haltet mal hier an. Und... dann vergiften wir den mal. So, kommt weiter. Was zum Teufel geht hier vor? Wir warten ja einfach mal ganz cool und gechillt. Ja, das ist der Ruf der Roma. Keine gute Idee. Oh. Jetzt ist er gerade so ein bisschen rumgetaumelt. Wow. Okay, dann müssen wir jetzt noch die verfolgen. Den letzten Typen mit der Truhe. Und dann werden die sich bestimmt sicher sein, dass das ein Fluch sein wird. Beziehungsweise, sie sind halt so dämlich und denken das. Und meine Frauen, die sind ja echt, achso, die müssen mir erstmal folgen. Ach, ich... diesmal war es nicht mein Fehler. Kommt schon, also, dafür werde ich euch danach reichlich alle entlohnen. Also, hier, Sexy Ezio wird euch, schon befriedigen. Mit Geld natürlich, also, versteht sich von selber. Habe ich überhaupt noch einen Giftpfeil? Ja, ich habe noch Giftpfeile. Hallo, kann er mal stehen bleiben? Der soll sich mal entscheiden, wo er hingeht. Der Patriarch Thaddäus. Eine Minute, bitte. Chorakirche des Heiligen Erlösers, eine von den Bewahrern gesponserte Messe. Oh, ganz vorsichtig. Oh. Ist das jetzt dein Ernst, oder was? Unsere tapferen Beschützer, die Bewahrer von Byzanz, sind sich bewusst, dass einige Schlupflöcher zwischen häuslich... Der soll mal stehen bleiben, sonst kann ich ihn noch gar nicht richtig vergiften, ne? Warte. So, jetzt hab ich ihn aber. Nein! Das kann's doch nicht sein, oder? Nee, also das ist ja richtig scheiße gemacht, mein Gott, ich hab den doch vergiftet. Hey, ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens auch mal bei dieser gleichen Stelle bin. Das ist ja, ich hasse diese Mission jetzt schon. So, jetzt kommt aber mal ganz schnell, meine Damen. Das osmanische Recht findet nun nicht weiter Anwendung. Jetzt reicht's mir aber mal. So, jetzt haben wir ihn aber vergiftet. Jetzt gehen wir mal schön wieder weg, meine Damen. Ich sag's oft meine Damen, ich könnte auch sagen meine Tänzerin. Und wenn die jetzt nicht glauben, dass es jetzt ein Fluch langsam ist, dann sind sie echt doof. Jetzt müssen wir nur noch die Truhe zurückholen und dann haben wir die Quest auch beendet. Die Mission, die Erinnerung und so weiter. Objekt aufheben. Die alten Tricks sind immer die besten. Seid vorsichtig, Ezio. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin, Belladonna? Hier lang. Und bleibt wachsam. Ach wirklich, die ist verflucht. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Kennt ihr den Begriff Ägyptier? Kenn ich. Sie. Ach komm, weil ich gerade Lust habe, rufe ich doch den Assassin. Das Wort aus der irrigen Annahme entstand, mein Volk käme aus Ägypten. Findet ihr es beleidigend? Ach, ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber hinaus. Und doch wurden wir zu Einwohnern eines Landes gemacht, das wir nie sahen. Haben wir noch ein bisschen Strecken verbreitet. Urteilen schnell und korrigieren sich nur langsam. So, hallo. Menschen, Symptom.
Manchmal. Ezio, die einfachste Antwort ist doch meist die beste. Würde ich auch sagen. Warum rennen die denn alle? Ach so, die haben Angst vor der Frau wahrscheinlich, weil, naja, die verfluchen könnte. Oh. So, ich dachte schon, der wäre jetzt nicht durch das Erinnerungsdingensbummens Wegweiser da durchgelaufen. Aber jetzt müsste ich es jetzt auch mal wirklich beendet haben. Also die hat mich ja jetzt schon die ganze Zeit abgesackt, die Frau. Ihr solltet es zählen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann. Mhm. Gut zu wissen. Wenn ich, sagen wir, Geld leihen möchte, komme ich zu euch. So, wir haben noch ein bisschen Geld sogar bekommen. Und jetzt könnten wir doch zu Sophia-Erinnerung gehen. Na, warum will der jetzt nicht da drüber? Doofer Ezio. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Erinnerungsanfang von Sophia. Ist ja ganz cool. Ups. Ach, nehmen wir einfach die Treppe außen rum. Ist dann doch ein bisschen einfacher. Ein bisschen einfacher. Okay, das ist mir dann doch zu viel Umweg. Dann nutze ich... warum wird er... Ja, muss er erstmal da hoch, also... Mein Gott, Ezio. Nun, das ist ein richtiger Turner. Ja, das bin ich. Hat sie doch nicht alle beisammen. Hat es überhaupt eine Assassine? Und da können wir auch gleich das Seil nutzen. Cool. Und ein gewagter Sprung. Grinden wir da mal ganz locker rüber. So, und der Sophia-Anfang dürfte ja auch nicht mehr so weit weg sein. Den bringen wir schnell zum Schweigen, damit der erst gar nicht irgendwie Alarm auslöst. Und dann fallen wir auch noch nebenbei runter. Ach Gott, können aber dann mal hier das untersuchen. Was ist denn das bitte? Schmied, dieses Gebäude steht im Einflussbereich einer Templerfeste und kann nicht ausgebaut werden. Okay, dann machen wir das irgendwann mal später, diese Feste erobern. Aber das ist jetzt erstmal Nebensache. Ist das nicht? Nein. So, darüber und da drauf und darunter und ihr kennt das ja alles. Ah, machen wir das auch nochmal hier, schnell rüber grinden. Ich weiß nicht, was ich hier für eine Ghetto-Slang-Sprache verwende. Ups. Na, schnell wieder hoch, Ezio. Und jetzt darüber. Hallo? Nein, ich möchte euch nicht anheuern. Wer könnte einem solchen Mann entkommen? Niemand kann mir entkommen. Okay, da sind noch ein paar Templer, die mich irgendwie abfacken wollen. Da rufen wir mal schnell einen Assassin, damit er den erledigt. Ja, 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 du hast mir gar nichts zu sagen. Und dann achten wir nochmal auf die schönen Frame-Einbrüche, die mir so gut gefallen. Ich frage mich, ob ich zur Sophia-Erinnerung auch irgendwie die Kanalisation nutzen könnte, weil im letzten Part hätte ich die Kanalisation zu den Roma nutzen können. Hat mich ein Abonnent mehr oder weniger freundlich darauf hingewiesen. Hm, da gehen wir mal hier rüber. Ja. Ach Gott, nimm das doch nicht so ernst. Ich bin halt ein Assassine ungestüm und ja. Komm, auch mit dir. Ach, und hat mich auch gleich entdeckt. Naja, komm. So, schön da hoch. Und da haben wir doch die Sophia-Erinnerung, oder wie? Oder was ist da oben? Nee, das ist, glaube ich, so ein Artefakt, das man sammeln kann. Da gibt es irgendwie 100 davon. Nein. Komm, lass mich die einfach mal töten von meinen Assassinen. Da läuft er. Und jetzt beobachten wir ihn mal, wie gut er davor geht. Ah ja, okay. Nein, ich möchte runter, Ezio. Versteht das doch mal. Ein bisschen. Was ist denn los mit euch?
Und jetzt mal schön hier weiter wegrennen von den Templern, damit die mich nicht auch noch irgendwie in ihre Prügelei einbeziehen. Und was ist das hier bitte? Was soll das jetzt darstellen? Da kann ich nicht rüber und so? Das ist ja scheiße. Dann, was ist das jetzt hier? Warum? Da funkelt doch irgendwas. Was ist das? Plündern? Also wenn die ja so versteckt ist, dann muss da ja was Bestimmtes drin sein. Aber wenn es so Schwefel ist, dann naja. Lass ich gerade nochmal so durchgehen. Kann ich hier irgendwie nicht hoch und sowas? Ach, das ist doch scheiße gemacht. Wie soll Ezio seine Fähigkeiten nutzen als Assassine, wenn das ihm so unmöglich ist, darüber zu kommen? Ich frage mich überhaupt, was das hier für eine Gegend sein soll, also. Ich darf hier durch, oder? Merk dir unsere Regeln nach. Hast du wenigstens etwas für mich? Nein? Sehr gut. Doch, hab ich. Auf! Na, komm. Na? Jetzt kriegst du mein Schwert zu spüren. Hallo, die alle. So, jetzt rechts mir, jetzt kommen hier meine Assassinen. Oh. So, jetzt reicht's mir, jetzt bekommst du die Klinge zu spüren. Wäre jetzt natürlich ein bisschen unklug von mir, ich hätte es auch ein bisschen besser lösen können, aber ich bin halt nicht so der Typ, der das so macht. Na komm, dann schlag doch zurück. Oh. Mist. Desynchronisiert. Also ich würde sagen, das wird so eine kleine Fail-Folge, wo ich einfach nur oft desynchronisiere, fail und sowas. Das sackt hier einfach, das sackt wirklich. Und wo komme ich jetzt raus? Ich hoffe, möglichst da. Ah, super. Dann halte ich mich da ganz einfach aus und lasse es meine Assassinen machen. Von weitem kann ich ja schießen. Na, nochmal drauf. Bitte Gott, steh mir bei! So. Was haben wir denn noch so im Inventar, was ich nutzen kann? Gift haben wir nichts mehr. Hakenklinge, bla bla bla, bringt mir auch nichts. Ah ja, dann werfe ich euch Geld hin. Kommt, holt euch Geld. Die lassen sich ja auch von gar nichts ablenken. Mein Gott, also, der soll jetzt aufhören auszuweichen. Der ist echt gut. Ha, klappt doch. So, danke, mein lieber Kollege. Und jetzt können wir da auch endlich mal rein. Ich bin so fucking dämlich, wisst ihr das eigentlich? Ich bin einfach so fucking dämlich. Ich bin so fucking dämlich, Leute. Bitte, bitte schreibt mal in die Kommentare, wie schlecht ich bin. Ich möchte einfach wissen. Schreibt einfach, wie scheiße ich einfach nur spiele. Ich meine, wenn ich jetzt schon sehe, ich hätte es locker umgehen können, aber nein, ich gehe direkt durchs Templerlager. Das kann es euch nicht sein, oder? Damit verbringe ich jetzt die Hälfte der Zeit von diesem ganzen verfickten Part. Sehr geschickt. Sehr geschickt, ja. Ich bin echt kein geschickter Spieler, beziehungsweise Let's Player. Mein Gott, bin ich schlecht. Ob ein LP überhaupt so gefehlt hat. Ich meine, da ist die Erinnerung. Ich kämpfe mich da erstmal durch, verwunde meine Assassinen, indem sie für mich kämpfen und das alles umsonst. Und da würde ich euch am liebsten anheuern und dann wieder entlassen, sodass ihr wieder arbeitslos seid. So, jetzt reicht's mir hier. Besteche ich dich mal. Na komm, jetzt hab ich's wieder. Ha, kleiner Depp. Mein Gott, bin ich dumm. Und da muss ich auch noch rüber. Oh, Mist. Ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie rüber zu schwimmen, weil das dauert mir dann zu lange. Am liebsten würde ich hier einen Cut machen. Weil ich einfach so kacke gespielt habe. Ich hoffe, dass ich jetzt einmal ganz schnell ein Schiff finde, das mich dann drüber haut. Kann ich das Schiff dann nutzen oder was? Was ist denn das für ein Typ? Kann er mich rüber? Nein, kann er natürlich nicht. Ha, was ist denn das hier? Was können wir denn da einkaufen? Schaue ich mal ganz kurz vorbei und danach, glaube ich, mache ich mal einen kleinen Cut. Klebrige Splitterbombe. Wie viel die kostet, mein Gott. Ja, Kirschköderbombe brauche ich jetzt nicht unbedingt.
Naja, komm, nein, lassen wir mal. Ich komme vielleicht wieder. Kann ich irgendwie das Boot hier nutzen? Ich werde sich irgendwie darüber schwimmen, dann sagt ihr so, da war ein Boot und sowas, das hättest du benutzen können, um rüberzukommen. Mano. Oh, was haben wir denn da? Ha? 3 von 100 Animus Datenfragmenten. Nee. Habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Ich habe sowieso schon genug gefällt. Und, passiert halt mal. Aber bevor ich das mache, probiere ich nochmal ganz kurz darüber zu gehen. Da ist ja noch so ein dummer Hafen. Ich glaube, das war so der kleine Nebenhafen für die ganz unbedeutenden Leute. Und da habe ich auch schon ein Schiff, was ich nutzen kann. Ja, supi. Klappt doch. Ich möchte da rein. Ja, steuern. So, und jetzt, ja. Nein. Ja, ich fällt sogar dabei, also was ist denn das für eine Scheiße? Hallo? Hallo, ich möchte das Boot benutzen. Ah, rudern. Achso, okay. So geht das ja. So, ganz gemütlich gehen wir jetzt entlang und dann gehen wir vielleicht wenigstens noch zur Sophia-Erinnerung, weil ihr mich dann so zuflamet wieder, ich hätte nichts geschafft. Habe ich eigentlich auch nicht. Doch, ich habe das mit viel Mühe geschafft, diese dummen Templer da zu vergiften. Und wie ich mich als LPR immer runtermache. Ja, liegt wohl daran, dass ich einfach so schlecht bin. So, und jetzt knallen wir einfach gegen das Boot, beschädigen das andere. Leider ist das nicht der Fall, aber egal. Und dann spielen wir ein bisschen Schiffe versenken. Jetzt gehen wir aber erstmal zur Sophia-Erinnerung. Und ich möchte auf dem Weg nicht irgendwie failen. Das werde ich jetzt schaffen, Leute. Ich bin von Sinnen. Ja, ich bin wirklich von Sinnen. Aber eigentlich sagen die doch gar nicht was gegen uns. Warum sollte ich die bestechen? Ich meine, die reden einfach nur so wirres Zeug, das ich eh nicht verstehe. Und wenn ich es nicht verstehe, dann besteche ich die einfach auch nicht. Bin ich nicht einfach so ein intelligenter Mensch wieder? Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Da kann ich auf gar keinen Fall hoch. Nee, nee. Ach ja, weil es einfach so Spaß macht, mache ich das mal so. So, und jetzt ein bisschen schwingen. Und rüber. Einfach nur, weil ich es kann, Leute. Dann gehen wir mal hier hoch. Auf die Burgmauer. Gehen wir ein bisschen so dem Ziel etwas näher, der Erinnerung. Weil ich wollte euch einfach nur zeigen, wie geil ich als Assassine dann wenigstens doch noch springen kann. Na, wie geht's? Also manchmal tötet er die, manchmal betäubt er die nur, also jetzt entscheide ich doch mal wenigstens. Ich will aber nicht sterben. Lass mich in Ruhe. So, und da haben wir doch gleich die Sophia-Erinnerung. Und die ist... Wo jetzt genau? Hier um die Ecke, glaube ich, oder? Ah, da ist die Erinnerung. Gut, dann interagieren wir mal. Und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal einen kurzen Cut. Deswegen werden wir in der nächsten Folge diese Erinnerung machen. Tschüss, Leute. Haut rein.